Willkommen zur Mittagsausgabe. Ja, die Realwirtschaft warnt vor Euphorie und zwar der Verband der chemischen Industrie tut dies vor allem und senkt die Wachstumsprognose für die chemische Industrie in Deutschland von 1,5 auf 1,0% in diesem Jahr. Auch die deutschen Maschinenbauer haben keine guten Nachrichten. Die Aufträge im Januar sind um 12% zum Vorjahr eingebrochen. Das russische Energieministerium macht hingegen auf Euphorie. Eine kritische Masse an Ölproduzenten wäre dafür, die Ölproduktion einzufrieren. Aber solche Nachrichten haben wir aus Russland in den letzten Wochen öfter geholt. Dort scheint man zu versuchen, mit Macht den Ölpreis in die Höhe zu treiben. Es gelingt nur nicht so ganz, wie wir gleich sehen werden. Vorher schauen wir aber manchmal schnell, apropos chemische Industrie, auf die Linde-Aktie. Und da sehen wir, nachdem Linde sich in den letzten Tagen doch ein bisschen erholen konnte, gab es dann heute doch mal wieder minus 1,5%. Damit war Linde einer der großen Verlierer im DAX. Das ist der Ölpreis und da sehen wir schon, die Nachrichten aus Russland haben niemanden wirklich interessiert. Im Gegenteil, heute am Vormittag ging es erst einmal Richtung Süden, auch ein bisschen befeuert von den Aktienindizes, die dann heute auch erst einmal ein Stückchen wieder Richtung Süden gegangen sind. So wie ich das heute früh schon angedeutet habe, gibt es eben Möglichkeiten für Gewinnmitnahmen und die setzen dann heute Vormittag schon mal ein. Gold zeigt allerdings, dass jetzt die Verunsicherung an den Märkten nicht wesentlich größer geworden ist. Gold eher stabil, ein bisschen gewonnen, aber jetzt nicht wirklich dramatisch. Wir bleiben hier unter der Wolke und beim US-Dollar japanischen Yen sehen wir sogar, dass US-Dollar japanischer Yen heute früh ja noch einmal eine Katze richtig nach Norden gemacht hat und jetzt da ungefähr bei den 114,30, 114,40 am Widerstand hängt. Da müsste jetzt US-Dollar-Yen drüber. Dann könnte es also auch für die Aktienmärkte durchaus weitere Chancen geben. Der DAX hat, wie gesagt, heute ein paar Gewinnmitnahmen gemacht. Das hatte der Ichimoku ja so heute schon mal suggeriert. Das ist alles nicht dramatisch. Wir sind im Aufwärtstrend und wir sind nicht mal zurückgefallen bis 9.670 Punkte. Das wäre rein theoretisch möglich. Auf der Oberseite heißt das Ziel nach wie vor 9.930 erst einmal. Da müssen wir dann drüber kommen, dann wären die 10.000 wieder drin, aber noch ist das nicht ganz sicher, aber es sieht nicht so schlecht aus, sagen wir mal ganz einfach. So, Mario Draghi befeuert auch weiterhin die Hoffnungen auf die EZB und zwar hat er einen Brief geschrieben gestern Abend an die Europaabgeordneten und hat nochmal erklärt, dass sich die Risiken erhöht haben und dass die EZB alle zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen wird, um auf deflationäre Gefahren zu reagieren. Da ist das böse Wort Deflation gefallen. Ja. Der Euro-US-Dollar hat sich heute seitwärts bewegt, zuletzt wieder mit dem Hang eher nach Süden. Das hatten wir heute früh auch schon mal angesprochen. Es geht also doch eher Richtung Süden. 1,0770 ungefähr dürfte das nächste Ziel sein. Daten gab es heute Vormittag auch aus Spanien. Arbeitslosenzahlen ein bisschen über den Erwartungen, also zu viel sozusagen. Das Baugewerbe-PMI aus Großbritannien war jetzt nicht wirklich freudvoll und der Erzeugerpreisindex aus der Eurozone bestätigt Mario Draghi. Schauen wir noch schnell auf das britische Pfund, euro-britisches Pfund. Heute dann erst einmal doch Richtung Norden. Die 0,78,5 und 0,78,10 haben wir nicht überwinden können. Es ging dann schnell und rasant wieder Richtung Süden, nachdem der Erzeugerpreisindex aus der Eurozone eben sehr schwach ausgefallen ist. Beim Bruch von 0,7755 könnten wir schnell wieder Richtung 0,7695 fallen. Das ganze Szenario hier weiterhin bärisch, während Cable eher seitwärts driftet, heute erst ein bisschen Richtung Süden nach den schwachen Daten aus Großbritannien und dann später aber wieder Erholung bei knapp 1,40 und zum Schluss noch schnell auf den Dow Jones. Kleiner Ausblick auf heute Nachmittag. Wir sind auch hier im Aufwärtstrend, kommen aber nicht über die 16.960 bisher drüber. Das sieht aber nach wie vor ziemlich gut aus. Beim Dow Jones sehen wir, dass Tenkan und Kijun knapp unter der 16.700er Marke seitwärts gehen, aber sehr schön eng parallel sind. Wenn es hier also heute Anschlusskäufe geben sollte, dann dürfte hier ein sehr bullisches Signal im 4-Stunden-Chart im Ichimoku entstehen. Das würde dann also bedeuten, dass zumindest mal der Chart anzeigt, dass hier die Märkte weiter kaufwütig sind. Also insgesamt keine schlechte Lage, auch wenn es insgesamt ein paar Achtungszeichen gibt. Man sollte ja sowieso nicht zu einseitig aufgestellt sein, dann kann das Ganze einen auch nicht weiter
schockieren, wenn es dann mal plötzlich kurz in die andere Richtung geht. Übergeordnet sieht es zurzeit bullig aus. Heute Nachmittag ATP Non-Farm-Arbeitsplätze aus den USA, ein ziemlich wichtiger Termin, und dann die Erdöl-Lagerbestände. Gestern ja die API-Lagerbestände übrigens schon mal extrem zugenommen. Und das hat den Ölpreis jetzt aber nicht drastisch irgendwie bewegt. Und heute Abend dann noch das Beige Book. Die nächste Sendung gibt es erst nach dem Beige Book, weil ich bin heute ein bisschen unterwegs, heute Nachmittag und heute Abend. Und ja, das Abendvideo könnte so gegen 22 Uhr erst erscheinen. Würde mich freuen, wenn dann trotzdem jemand zuschaut. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag und bis heute Abend.